Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf der Konnichi Couch. Ich habe mir jetzt zwei nette Damen, auch wenn man es jetzt nicht so sieht, auf die Couch geholt. Also zwei männliche Damen, um genau zu sein, die Rainbow Riders. Und zu meiner Linken ist einmal die Max. Ihr dürft klatschen. Und zu meiner weiteren Links ist die Cloud. Genau. Die Technik hat sich gerade verselbstständigt, deswegen, sorry. Die beiden sind ja jetzt dann doch schon ein bisschen Cosplay erfahren, so ein bisschen und auch so ein bisschen bekannt, wie ich das gerade jetzt hier so im Raum sehe, für die im Stream. Der Raum ist voll. Also Fame liegt in der Luft, würde ich mal sagen. Das ist aber ein ganz ekliges Wort. Und es stinkt so. Ja, definitiv, definitiv. Aber okay. Schön, dass ihr da seid auf alle Fälle. Wir lassen jetzt die üblen Gerüche mal hinter uns und die beiden Mädels werden uns heute helfen, aus einer Krise rauszukommen und zwar aus einer Sinnkrise. Und zwar die Sinnkrise des Cosplays. Ich bin schon echt gespannt, was ihr uns vorbereitet habt. In diesem Sinne, viel Vergnügen, die Bühne ist euer. Dankeschön. Vielen Dank. Okay. Schauen wir mal. Wunderbar. Also herzlich willkommen hier bei unserer kleinen Rederunde zum Thema Wege aus der Cosplay-Sinnkrise. Wir haben natürlich einen besonders plakativen Titel genommen, damit auch wenigstens irgendwer so sagt, oh ja, das müssen wir. Da fühle ich mich irgendwie angesprochen. Oh ja, das kenne ich. Oh shit, das kenne ich, ja. Ja, und wir haben uns halt einfach gedacht, gerade weil wir jetzt nun mal auch schon ein bisschen länger dabei sind, jetzt, also bei mir sind es 15 Jahre, bei dir auch so 13, ne, ungefähr. Also lang genug. Lang genug. Zu lang, ja. Auf alle Fälle. Und wir halt auch von vielen gehört haben, die auch aufgehört haben, die eine Pause gemacht haben. Da haben wir halt dann doch gedacht, okay, vielleicht ist das ein Thema, was mehr Leute beschäftigt und haben uns eben ein paar Gedanken dazu gemacht. Genau. Und da sagen wir jetzt gleich mal am Anfang, da jeder für sich ja definiert, aus welchen Gründen er Cosplay macht und wieso und welche Motivation, ist es natürlich jetzt kein Folge diesen Punkten und dann ist alles ist die Krise vorbei. Jawohl. Das ist natürlich immer so eine individuelle Frage. Wir haben versucht, ein bisschen so Eckpunkte rauszufinden und ja, versucht, das alles ein bisschen aufeinander zu bringen. Das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt für jeden hier die perfekt zugeschneiderte Lösung präsentieren können, aber wir versuchen mal Sachen. Es ist auch viel wirklich aus unserer Sicht oder wie wir das halt so erfahren haben oder wie wenn wir es halt mit Leuten besprochen, mit Freunden besprochen haben. Also dementsprechend, wenn ihr jetzt natürlich sagt, was ist denn hier für ein Scheiß, ey? Ich habe gedacht, hier gibt es eine kostenlose Therapiestunde. Wir haben es probiert, aber es ist natürlich auch aus Selbsttherapiezwecken passiert irgendwo, weil auch wir hatten eben unsere Momente, wo wir echt am Verzweifeln waren und das ist was ganz Normales bei so einem Hobby. Bei Hobbys allgemein, ja, glaube ich, man absolut, muss gar nicht so auf Cosplay genau. Speziell. Und natürlich nochmal als Hinweis, ganz zum Schluss, wenn wir fertig sind, dürft ihr natürlich Fragen stellen und wir probieren quasi eure persönliche Krise so ein bisschen zum Thema zu machen und vielleicht haben wir ja sogar schon mal sowas erlebt, wer weiß. Und können euch da dann weiterhelfen. Auch an die Twitch-Leute natürlich. Ihr dürft natürlich auch im Chat Fragen stellen. Die werden dann an uns weitergegeben. Wir beantworten so gut es geht. Aber jetzt quatschen wir euch erstmal zu. Jawohl. So Frontalunterricht sozusagen. Jawohl, so wie das sich gehört. Ne? Wir fangen mal an. Wir haben versucht, wie gesagt, das auf so ein paar Eckpunkte zu reduzieren. Haben das hier mal so auf so einer Tabelle gemacht, das ist immer, was sind rechts oder links, ich glaube von euch aus gesehen, links ist, wenn es was zu wenig gibt und quasi, rechts, wenn es zu viel gibt. Und in der Mitte ist natürlich das, was idealerweise da wäre. Und das Ganze fängt natürlich an mit Erwartungen, egal ob es ans Kostüm, an die Resonanz, an was auch immer geht, man hat ja gewisse Erwartungen. Und natürlich, wenn man zu wenig Erwartungen hat, dann fehlt der Anreiz überhaupt anzufangen. Das ist natürlich auch keine gute Situation. Wenn es allerdings hingegen zu viele Erwartungen gibt oder wenn man selber zu viele Erwartungen an sich selbst stellt, dann ist natürlich Enttäuschung schnell um die Ecke. Sehr schnell. Und das heißt, das könnte auf jeden Fall so ein Aspekt sein, wo der Frust herkommt. Dann das nächste wäre Erfolg, auch wieder eine Definitionssache, absolut, aber definitiv, wenn es zu wenig Erfolg gibt, ist das natürlich ein Misserfolg. Ja, egal, ob es jetzt darum geht, ein Kostüm zu schaffen oder bei einem Wettbewerb vielleicht den ersten Platz zu machen, das ist eine eigene Sache, aber wenn das natürlich nicht passiert, dann gibt es den Misserfolg und wenn aber zu viel da ist, also wenn man immer wieder Erfolg hatte, das Kostüm kam total gut an, oh mein Gott, schon wieder der erste Platz, oh wie toll, dann kann auch ein Leistungsdruck passieren, weil natürlich die Leute dann immer wieder sagen, oh ja, oh, toll, dass ihr da seid und jetzt macht ihr mal den ersten Platz und ihr gewinnt ja eh. Das
kann manchmal ein bisschen schwierig werden tatsächlich. Oder man hat selber mal Erfolg mit irgendeinem besonderen Foto gehabt im Social Media und denkt sich so, das muss ich jetzt erreichen, nur wenn ich das erreiche oder darüber komme, dann bin ich zufrieden, dann kann ich das als Erfolg verbuchen. Ja. Feedback ist beim Cosplay, glaube ich, auch eine relativ große Sache. Wenn man nämlich zu wenig bekommt, hat man das Gefühl, man wird nicht beachtet, es interessiert keinen, was man da macht. Man ist einfach nicht auf dieser Cosplay. Genau, fühlt sich eben, wie gesagt, nicht beachtet. wenn man natürlich zu viel Feedback bekommt, dann kriegt das Ganze, wir haben es mal Wertverlust genannt, das ist immer mit dem Wording da, das auch einen Begriff festzumachen, ist ein bisschen kompliziert, aber ist natürlich so, wenn man viele Kommentare bekommt auf ein Kostüm oder viel auf der Con nach Fotos gefragt wird, hat man ja einen gewissen Pegel erreicht, sag ich mal. Und dann ist natürlich alles, was darunter ist, nicht mehr genauso viel wert, obwohl man, wie sagt man denn zum Beispiel, ich habe auf ein Bild sonst immer 5 Likes bekommen und freue mich dann natürlich mega, wenn ich 10 bekomme. Wenn ich dann wieder 8 bekomme, was natürlich immer noch mehr ist als vorher, dann ist es natürlich trotzdem... Dann ist es halt immer so schön wie halt die 10. Genau. Genauso wie mit 20 Mal, oh, du siehst so süß aus oder tolles Kostüm. Beim ersten Mal freut man sich noch und irgendwann fängt es halt an, ja, also langsam könnte ja mal die Analyse kommen. Ne? Ja, so eine Analyse zum Kostüm. Ist natürlich ein sehr extremes Beispiel. Ne? Social Media ist... gerade heutzutage immer wichtiger. Natürlich eine Präsenz, eine Social-Media-Präsenz, meinten wir damit. Wenn man keine hat, ist man sozusagen offline, also ist man nicht da. Was natürlich auch bei vielen dann das Gefühl hervorruft, vergessen zu werden, sage ich jetzt mal, wenn man sich nicht präsentiert, dann kriegen die Leute zwischen den Conventions gar nichts von mir mit. Kann man natürlich auch eine Sinnkrise bekommen. Wenn man natürlich zu viel hat, hat man einen gewissen Produktivitätszwang. Wenn man jetzt regelmäßig was postet, weil man gerade genug Bilder hat oder genug Sachen zum Mitteilen. Heute guten Schiss gehabt. Ja, zum Beispiel. Mann, ey. Es tut mir leid, ey. Es geht doch nicht hier. Dann hat man irgendwann einen Produktivitätszwang, weil man ja auch denkt, die Leute erwarten von einem, dass man immer die gleiche Menge oder mindestens... Immer den gleichen guten Schiss hat. Also den gleichen guten Scheiß postet. Ja, ihr merkt schon, alles sehr ernst hier. Ja, naja, sehr ernst. Ich habe es ja noch versucht, möchte ich bitte. Ja, es tut mir leid, ich bin hier der... Genau. Ich bin der Letztes Clown, ist Bestätigung. Da muss auch wieder jeder für sich selbst natürlich entscheiden, was ist Bestätigung für einen. Aber wenn man die nicht bekommt, ist es Ablehnung. Also, oder man fühlt sich abgelehnt. Sagen wir es mal so. Wenn man zu viel Bestätigung kommt, entwickelt sich so ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis. Ich habe nur Spaß an meinem Kostüm, wenn ich genug Bestätigung bekomme. Wo man vorher vielleicht gesagt hat, ja, Hauptsache ich bin mit meinen Freunden unterwegs oder sonst was. Aber da kann eben auch so eine gewisse Sucht auch passieren. Das haben wir tatsächlich bei Leuten beobachtet, die irgendwann an dem Punkt waren, wo sie gesagt haben, ja, warum mache ich das denn? Weil es sagt ja wirklich gar keiner was. Und das ist natürlich, das kann natürlich sehr schwierig werden dann. Genau. Große Frustmöglichkeiten. Also ihr merkt, wir haben uns da echt ein paar Gedanken gemacht, wo kann das denn alles liegen und was ist es denn? Und aber um eben das Ganze zu bekämpfen, haben wir halt weiter überlegt, okay, was ist es denn? Und im Endeffekt, was wir gesagt haben mit den Definitionen, also jeder muss selber für sich eigentlich wissen, was ist meine Motivation, Cosplay zu machen, was sind meine Ziele und was sind meine Wünsche? Natürlich die Motivation, ja, warum habe ich das überhaupt an? Warum fange ich das überhaupt an? Meine Ziele, was will ich damit? Und meine Wünsche, was könnte denn noch passieren? Also nicht was man selber erreichen kann, sondern auch was, das wünsche ich mir jetzt mal in den Raum und hoffentlich passiert's. Und wenn natürlich, je nachdem, wie Motivation, Ziele und Wünsche gepolt sind, kann natürlich da eine Frustration sehr schnell kommen. Oder man sagt sich halt, wenn man halt die Ziele kleiner stapelt und dergleichen, okay, jetzt bin ich zufrieden und das ist in Ordnung so. Und da werden wir auch immer wieder jetzt drauf eingehen bei unseren Einzelthemen, weil wir haben das so ein bisschen abgeklappert. Nach Kostümen und Co., das werdet ihr gleich dann sehen. Aber diese drei Sachen werden wir jetzt sehr, sehr oft erwähnen. Und gerade beim Cosplay, das ist ja ein sehr, ich nenne es mal weitläufiges Hobby. Das gibt ja tausend und eine Möglichkeit, warum man es macht. Man möchte schöne Bilder haben, man möchte ein schönes Kostüm haben, man möchte als der Charakter mit seinen Freunden ein bisschen so eine Art Rollenspiel machen. Man möchte endlich einen grauen Bart haben. Möchte aussehen wie ein alter Mann, genau. Und das ist keins davon ist ein schlechtes Motiv, aber man darf halt, ich will jetzt auch nicht schon vorgreifen, aber man sollte sich halt klar haben, warum habe ich überhaupt angefangen und nicht auf den Weg dahin zum eigentlichen Ziel sich denken, ja, aber andere haben ja hier Erfolg unter diesem Aspekt und ein anderer hat da Erfolg, vielleicht will ich das auch und ja. Dann würde ich mal fangen mit den Einzelsachen. Okay. Das Kostüm. Ja. Also ich glaube, jeder hatte das schon mal, dass er mit einem Kostüm unzufrieden war, allen voran, wenn man bis 5 Uhr morgens gemacht hat, 6 Uhr ist Abfahrt.
Da könnte es passieren, dass man so auf den letzten Meter beide Augen mal zudrückt und dann die Naht halt ein bisschen krumm ist. Ja, oder halt so viel Heißkleber oder doppelseitiges Klebeband benutzt, dass wirklich beinahe alles auseinanderfällt. Und das, also wenn man irgendwo reingeht, zum Beispiel in so eine Kostümbewertung, man hält so alles zusammen, damit nichts runterfällt. Aber Wettbewerbe wollen wir ja später machen. Jedenfalls das Kostüm. Einer der Hauptgründe eigentlich, wenn das Kostüm einen unglücklich macht, ist auch wieder die Frage, was hat man dann erwartet an dem Kostüm? Wollte ich das jetzt einfach nur tragen? Wollte ich damit Freunde treffen oder dergleichen? Und da wollte ich es genau nach Vorlage umsetzen. Genau, wollte ich es nach Vorlage umsetzen oder wollte ich es ein bisschen freier machen? Wollte ich mich darin bewegen können? Wollte ich damit aufs Klo können? Das ist dann eben diese Frage, warum habe ich das Ganze gemacht? Und dann natürlich die Frage, warum bin ich damit unzufrieden? Weil wenn ich fertig jetzt bin, ist ja dann die Frage, okay, ich finde es eigentlich in Ordnung. Ist es dann das, was mich unzufrieden macht, der Vergleich mit anderen? Oder ist es halt die Qualität, die einfach nicht so gut ist? Weil Hand aufs Herz, wenn man anfängt, ist man einfach noch nicht so gut. Da sind die Nähte noch schief oder auch, naja, ganze Kostüme offen, ist halt so. Stecknadeln eingenäht in den Schritt. Super, war grandios. Also ich habe mich noch gewundert, warum es gepiekt hat. Aber aber zum Beispiel, wenn die Qualität noch nicht so stimmt oder die Materialien, da kann man ja tatsächlich sagen, okay, dann übe ich. Also es ist tatsächlich, wie verbessere ich meine Zufriedenheit mit dem Kostüm ist, warum habe ich das an, will ich das wirklich anhaben? Auch sowas zum Beispiel, wenn man, keine Ahnung, das für Freunde zum Beispiel ein Kostüm gemacht hat. Ja. Und dann ist man, wäre man ein bisschen nackiges Kostüm, weil man dachte, oh ja, das mache ich jetzt mal. Und dann ist das so, nee, hätte ich doch mal nicht gemacht. Das ist ja auch absolut okay. Man kann ja auch plötzlich den Wunsch mal ändern. Oder das Wetter ändert sich. Aber es ist halt eben da, wo kann ich das ausmerzen? Und wir haben halt vor allem gesagt, ja, der Vergleich mit anderen ist halt oft sehr tödlich, weil man... Es gibt halt immer jemanden, der besser ist. Es ist einfach so. Es ist in jedem Hobby, in jedem Berufsfeld, irgendwer ist besser, ob man Zeichner, Filmmacher, was weiß ich was ist. Man muss sich auch da, das ist vor allem mit sich selbst vergleichen, schaue ich mir mein erstes Kostüm an, mache ich mein nächstes, kann ich vielleicht mittlerweile den Reißverschluss schon besser einsetzen, vielleicht ist er immer noch nicht perfekt. Aber besser als vorher ist. Ja. Und was ist schon perfekt im Endeffekt? Und im Endeffekt sehen die Leute es ja auch nicht. Also man selber kennt das Kostüm immer viel besser als andere. Wenn wir eins gelernt haben, dann das. Also ist es wirklich, also eine Freundin hat noch gestern gesagt, ja, also ich mache quasi das hier und den Rest sehen die Leute eh nicht. Und irgendwo stimmt das. Und das ist auch in Ordnung, Fehler zu machen, auch wenn es natürlich erstmal sehr schwer ist, dass in so einer, gerade in so einem vergleichenden Hobby einfach, gerade auch mit der Vorlage vergleichenden Hobby. Das ist natürlich andere, also im normalen Leben hat man so mit Models und Schauspielern natürlich die Idealvorgaben, aber Anime und Games sind halt nochmal vielleicht eine Stufe krasser, weil die natürlich noch perfekter sind als echte Menschen. Ja. Und dann kann man da schon auch... und es ist halt... gibt halt keine echten Anime-Proportionen wie bei seltens. One Piece oder Sailor Moon. Selten, ja, klar. Ja. Und dementsprechend, also da eben den Vergleich mit sich selber zu ziehen, ist definitiv was den Frust ein bisschen runterschrauben kann. Und es ist natürlich auch absolut legit zu üben. Oder wenn man mit dem Cosplay, sowohl nähen als auch basteln, ist ja was Handwerkliches. Ja. Da kommt natürlich mit der Übung und Erfahrung... steigert man sich da. Und es ist auch okay, andere anzugucken und sich zu denken, hey, der hat es besser gemacht als ich. Solange es in einem gesunden Verhältnis, sag ich mal. Also jetzt, wenn man sagt, oh nein, der hat alles besser gemacht als ich, man legt sich in die Ecke und kommt nicht mehr raus. Hat man auch manchmal gut Lust zu. Also ich meine, ich kenne das auch, dass man sich denkt, oh, so will ich überhaupt mit draußen rumlaufen. Ja, du solltest noch auf alle Fälle erzählen, wie wir das dann noch machen. Weil wir haben uns nämlich auch immer gedacht, damit natürlich, wenn ihr euch dann öffnet, wir geben auch ein bisschen was zurück und auch unsere Geschichten quasi dazu. Und sag mal, wie du das machst. Ja, also ich mache das immer so. Ich vermeide Spiegel auf der Convention oder spiegelnde Oberflächen und dann denke ich mir, ich sehe mich ja nicht selber, also es ist das Problem von den anderen. Es ist natürlich nicht das Gesündeste, meine Lieben. Es ist nicht das Gesündeste. Es funktioniert aber ganz gut. Es funktioniert ganz gut, aber es ist nicht das Gesündeste. Aber auch wir hatten definitiv Sachen mit Kostümen. Also wir sahen auch schon mal so train-wreckig aus und haben uns halt gedacht, das Blöde war, wir mussten einen Kostümwettbewerb moderieren. Da haben wir gedacht, okay, jetzt ziehen wir es. Es ist nur die Spielemesse. Da sehen uns nicht so viele Leute. Ja. Aber es war trotzdem eine schöne Zeit, weil wir haben dann noch so einen Iron Man getroffen und Tore und hatten halt jede Menge Spaß miteinander und es ging dann. Also natürlich war irgendwo noch die Schamesgrenze da. Ja, aber keine Spiegel.
Es war wirklich schlimm. Man sagt ja immer, man neigt immer zur Übertreibung. Nein, aber das war wirklich schlimm. Das war echt schlimm. Und da trösten wir auch immer, wir sagen, so sehen wir wenigstens nicht aus. Ja, bei jedem Kostüm, bei jedem neuen, so sehen wir wenigstens nicht aus. Und natürlich, das Kostüm ist, also man macht ja meistens sich selber den Charakter, den man gerne mag. Oder mit dem man sich in irgendeiner Form vielleicht identifiziert oder den man interessant findet. Und so ein Kostüm ist ja auch immer so ein Aushängeschild. Man läuft über die Con und jemand, der den gleichen Charakter mag, der erkennt den auch, wenn das Kostüm nicht so gut ist. Und spricht einen dann vielleicht an und sagt, hey, cool, du magst auch Ellie von Love Life. Und dann kommt man sofort ins Gespräch. Das klang jetzt so, als ob das Kostüm nicht so schön wäre. Oh, nein. Doch. Ich musste dich nehmen, weil mir ist alle anderen, die ich jetzt so in der ersten Reihe, die kennst du gar nicht. Pokémon da. Pokémon, ja. Naja, also ja. Man lernt Leute kennen, dadurch, dass man den Charakter trägt. Den trägt man ja buchstäblich sozusagen am Körper. Und das ist ja eigentlich auch für mich zumindest der Sinn von so einem Kostüm. Man will zeigen, was man mag. Ja, machen wir mal weiter mit den Wettbewerben. Ja. Das ist ja eine ganz andere Art, sich zu zeigen. Du musst drücken. So. Du musst drücken. Wettbewerbe. Ja. Ah. Oh, ich bin zum Anfang zurück. So. Oh, fürchterlich. Unprofessionell. Shame. Okay. Also. Ding, ding, ding. Ja. Dabei kennen wir noch nicht mal Game of Thrones. Naja. Okay, jedenfalls Wettbewerbe. Natürlich. Vorneweg für alle, man muss sich halt fragen, wie viel ist mir dieser Wettbewerb tatsächlich wert? Und was erwarte ich? Was ist mein Ziel? Natürlich, theoretisch wird man sagen, gewinnen. Ja, aber manchmal ist tatsächlich auch das Dabeisein das Ziel. Und das sage ich jetzt nicht, also ein Freund von uns sagt immer, wer sagt, ich will nur dabei sein, der hat schon verloren, ist mir scheißegal, ich will gewinnen. Ist auch okay. Ist aber man kann halt nicht sagen, so jeder, der bei einem Wettbewerb macht, dessen erstes, oberstes und einziges Ziel ist zu gewinnen. Richtig. Weil bei einem Wettbewerb kann man auch Erfahrungen sammeln, Bühnenerfahrung allein, man kriegt von der Jury, je nachdem, was für ein Wettbewerb es ist, auch Feedback, da kann man nachfragen, kann sich eine neutrale Position sozusagen holen, weil oft hat man ja das Gefühl, die Freunde sind zu nett zu einem und sagen, nein, ist alles super toll. Und ja, aber auch tatsächlich jetzt, wenn eben dann... Manchmal ist es ja auch super toll. Aber manchmal halt sind die Freunde halt nett oder begeisterter, man weiß es nicht. Jedenfalls... Oder mögen einen halt, weißt du? Und dann, wenn ich jemanden mag, dann mag ich auch die Sachen, die er macht. Ja. Und dann kann man schweren Schritt zurückgehen und sagen, ja, okay, vielleicht aus... Aber was wir auf alle Fälle, also wir haben halt auch ein paar Leute, die halt dann auch frustriert waren und dergleichen, wenn sie halt nicht gewonnen haben und haben uns halt manchmal gefragt, ja, was macht ihr denn so, weil tatsächlich wir zufälligerweise recht oft gewonnen haben. Es war, und wir sagen ganz, ganz oft, es ist so oft verdammt nochmal Glück. Denn man weiß nicht, wie das Publikum, also klar, man kann so ein bisschen vorherahnen, gerade wenn man Erfahrung gesammelt hat, wie das Publikum reagiert, aber man weiß nie, was die Jury gerade sehen will. Es ist einfach eine Tatsache, gerade jetzt, sage ich mal, bei ECG und WCS, wo es ja mehr darum geht, auch wirklich eine Jury zu beeindrucken. Und bei DCM ist es ja wirklich sehr, sehr geordnet, sage ich mal. Das ist ein bisschen was anderes. Die sind sehr, sehr neutral in ihrer Wertung. Aber man weiß halt zumindest jetzt bei diesen Wettbewerben, nicht bei ECG und WCS zum Beispiel manchmal, was will die Jury jetzt sehen? Was findet die so geil, dass man sagt, boah, denen fliegen jetzt die Hosen weg? Und man kann entweder, ja, mir ist es ja tatsächlich passiert, automatisch. Naja, das war wohl das Richtige in dem Jahr. Wollten die sehen, ja. Ja, das wollten die total, absolut. Mach weiter. Ja. Und natürlich einer der Dinge, was jetzt Claude eben gerade angesprochen hat, mit dem, wenn es halt andauernd nicht funktioniert, man weiß es einfach nicht, wieso. Dann ist natürlich wirklich die Frage, ist mein Auftritt wirklich so gut, wie ich dachte? Das ist eine oder kritische Frage. Gefällt er so gut, wie es einem selber gefällt? Genau. Wenn man kennt, man ist ja vielleicht in einem Fandom, ist gerade super geflasht und denkt sich, oh, ich würde alles lieben, was ich davon sehen würde. Ich würde das alles super hypen und so. Und jemand, der das Spiel, die Serie nicht kennt, denkt sich, ich habe da halt keinen Bezug dazu. Ja. Und wirklich als Tipp, Szenen und Fandom-fremde Freunde oder Bekannte fragen. Weil wenn... Ich sag's mal ganz klassisch, außer jetzt, ihr habt natürlich voll die Geek-Eltern, toll. Wenn ihr dann halt so ein quasi auftritt so und dann wirft Frodo den Ring ins Feuer. Und die Mutti so. Aber warum denn? Ist doch ein schöner Regen, ne? Also es ist halt. Ihr merkt schon, es kommt halt immer drauf an und da auch wirklich da ein bisschen
weil die Leute im Publikum sind so ein bisschen wie die Mutti dann, die kennen den Auftritt nicht und vielleicht die Serie noch nicht mal und dann muss man dann quasi lachen. Also das, wenn man Publikum oder Jury begeistert, es ist natürlich dann auch total in Ordnung zu sagen, ich mache den Auftritt für mich selber. Ja. Ich nehme zwar jetzt vielleicht an einem größeren Wettbewerb teil, aber ich möchte vielleicht eine schöne Videoaufnahme, weil bei größeren Wettbewerben wird es ja oft aufgenommen. Ja. Ich möchte mit diesem Auftritt auf die Bühne, das ist... Ja, ich hab's schon verstanden. Wir müssen schneller sein, ja. Doch. Aber das sage ich jetzt trotzdem so voll subtil. So, wir müssen ein bisschen schneller. Ja. Wir müssen schneller sein, ich weiß. Ja. Man kann auch sagen, ich möchte es für mich und vielleicht für Leute, die in dem gleichen Fandom sind. Ich mache vielleicht Nischenkostüm. Vielleicht freuen sich 2-3 Leute drüber. Ist auch absolut in Ordnung, das darf daraus zu machen. Man darf dann natürlich nicht enttäuscht sein, wenn man nicht auch gleichzeitig noch richtig die Publikumsreaktion, genau, Jury beeindruckt. Und ihr merkt wieder, Ziele, Wünsche, Erwartungen, Motivation. Auch eben ein Grund, was auch sein kann, vielleicht war mein Kostüm halt einfach nicht die Qualität wie von anderen. Da muss man sich halt fragen, warum mache ich den Scheiß? Wir haben es auch einmal gehabt, dass wir ein Kostüm gemacht haben, nur für den Auftritt. Das war 2016 im DCM-Finale, haben wir Jan und Sindbad gemacht von Kamikaze Kaito Jan. Aber die Charaktere noch nicht mal, also ich hoffe jetzt, wir machen uns keine Feinde, aber nicht mal mögen. Ich. Nee, sag's nicht. So. Aber wir haben eine witzige Idee, also wir dachten, das wäre eine witzige Idee für den Auftritt gehabt. Es war und, ja auch irgendwie Problem, witzig. Also, aber nicht die Kostüme zu machen. Und dann hat man halt keinen Bock, die Kostüme anzufangen und ist dann gefrustet, weil man nicht fertig ist, den Auftritt nicht üben könnte, auf den man eigentlich Bock hatte. Richtig. Aber naja, muss man dann halt auch besser machen. Und dann, zack, wurde plötzlich das Ziel ganz anders, nämlich wenigstens waren wir da. Also es war dann das... Wenigstens fertig sein. Wenigstens fertig sein, da sein, das durchgezogen zu haben. Also ihr merkt auch manchmal, wenn man sich dann halt verkalkuliert, man macht ja auch Fehler. Das ist ja auch, das war auch so ein Frustding. Also wie gesagt, Sonntagabend nach der DCM, ich habe halluziniert. Das war das erste Mal und hoffentlich das letzte Mal, dass ich nach 3 durchmachten Nächten halluziniert habe. Macht das nicht, okay? Macht das nicht. Also fragt euch da wirklich lieber nochmal, will ich das wirklich? Will ich das wirklich? Okay. Nächstes, Gruppencosplay hatten wir auch einige, weil wir haben ja auch im Vorfeld nach Fragen ein bisschen geforscht und tatsächlich Gruppencosplay. Mit dem großen Problem natürlich, oft sind halt einfach die Leute nicht zuverlässig. Oder Klassiker, ein Jahr vor der Con sagen alle, ja, auf jeden Fall, kriege ich auf jeden Fall hin, mache ich mit, bin voll begeistert. Jawohl, World of Warcraft, kein Problem, ich mache eine Rüstung. Ja, das machen wir. Kein Problem, ist ja noch Zeit. 20 Leute, kein Problem. Großes Problem als Cosplay ist auch zu denken, man hätte noch Zeit. Ja. Das Böse, ich hab noch Zeit. Ja, es schaffe ich schon noch. Naja, und dann ein halbes Jahr vorher springen schon die ersten ab und dann steht man am Ende als Organisator von der Gruppe da und hat halt niemand da. Und ist alleine da. Ja. Und selbst wenn die Freunde aus guten Gründen abspringen, also ich glaube, als Freund versteht man es, wenn der sagt, natürlich, ey, ich habe einen Nervenzusammenbruch gehabt, ich habe mir die Hände schon am Heißkleber verbrannt, bitte, bitte, ich muss jetzt aufhören, dann sagt man als Freund, nein, du Arsch, komm gefällig. Ich meine, also ich sage das jetzt lustig, aber es gibt wirklich Leute, gibt da wirklich ist das Leute, so. Da wird quasi ein psychischer Druck aufgebaut, du musst auf jeden Fall kommen, sonst bist du der Arsch von Dienst und wir hassen dich und ja, und das endet teilweise in Fäden von 10 Jahre langen Streit. Also nicht zu unterschätzen. Müssen die Leute halt mal, ich meine, man kann andere Leute nicht ändern, man muss es immer bei sich ändern. Das ist leider eine Tatsache. Ja, aber tatsächlich die Einstellung dazu. Ja. Klar, man darf sich ärgern, aber man kann eben nicht sagen, man kann nicht mit der Pistole auf die Brust, also kann man vielleicht schon, aber dann werdet ihr verhaftet. Sound of the Police. Aber man kann eben nur seine Einstellung dazu ändern und ein Darsteller hat mal sehr schön gesagt, just care less. Und manchmal ist das tatsächlich ein guter Weg. Einfach tatsächlich ein bisschen runterzuschrauben. Und vielleicht auch Verständnis aufzubringen. Ja. Zum Beispiel, wenn man selber, man hat es nicht geschafft, ne? Wie gesagt, Nervenzusammenbruch und so weiter, dann muss man aber auch verstehen, wenn sich die Freunde vielleicht ärgern, dass die Gruppe nicht geklappt hat oder wenn sie traurig sind. Solange das alles in einem maßvollen Verhältnis ist. Ne? Natürlich. Das ist da wirklich beides. Die dürfen sich ein bisschen ärgern, sie haben aber Zurückverständnis und dann ist es ja in einem guten Rahmen. Dann zieht man sich vielleicht irgendwelche zum Charakter passenden Klamotten an und ist dann irgendwie noch so als Charakter. Das Einzige, was uns noch so eingefallen ist, was man machen kann, um vielleicht auch sowas, dieses typische Absagen zu verhindern, wäre tatsächlich Work in Progress sich gegenseitig zu teilen. Aber bitte bleibt hier, okay? Ich weiß gar nicht, ob man es gehört hat. Es gab gerade eine Durchsage, dass es eine Signierstunde gab. Genau. Also jedenfalls eben Work in Progress zu teilen, eine offene Kommunikation zu pflegen. Auch wir haben gemerkt, dass wenn Gruppen, also wir haben den Vorteil, wir sind immerhin zu zweit. Ja. Also egal, das keiner von uns wird am Ende alleine da. Richtig, genau. Und wer zu Signierstunde Bing Bong von Karato möchte, muss sich in den Freibereich begeben. Die findet hinter den Matsuri-Zelten statt. Hinter den Matsuri-Zelten wird signiert.
Ja. Tut mir leid. Also, so ein bisschen sich gegenseitig Work in Progress schicken. Vielleicht, wenn jemand sagt, oh, ich kann gerade nicht weitermachen, sich helfen, ist ja klar. Ne? Man kann ja heutzutage mit, was weiß ich, WhatsApp, Facebook, wie sie alle heißen, Gruppen machen. Und dann sieht man halt auch sehr schnell, wenn jemand da noch im Zuschnitt rumkrebst, zwei Tage vor der Con, dann wundert man sich weniger, wenn derjenige dann nicht das im Kostüm kommt. Ja, absolut. Und vielleicht noch ein anderer Tipp wäre, sich in der Gruppe vielleicht einen zuverlässigen Freund zu suchen, dass man halt dann zumindest ein Partner-Cosplay vielleicht hat. Das kann natürlich so einen Frust auch dann runterschrauben, wenn man halt wenigstens dann... Oder, naja, aber wie gesagt, auch da vorsichtig nicht, dass ihr dann das Kostüm von allen fertig macht, hatten wir auch schon mal. Nur damit wir eine Gruppe hatten, ist keine gute Idee. Also wirklich nicht. Gut, gehen wir mal auf... drücken. Social Media. Das böse Social Media, beziehungsweise natürlich hatten wir früher den Vorteil, das ist das Einzige, wo ich sage, früher war alles besser. Sonst werde ich das nie sagen, weil es ist nicht so, das ist immer ein Trugschluss. Früher, das verklärt man nur. Aber die Plattform Animax war eine gute Sache für uns. Ist eine gute Sache. Aber da ist ja, es sind viel weniger Leute als früher. Früher waren hast du auf einer Convention nicht gesagt, ey, Coscard, da hast du gesagt, wie ist dein Nick auf Animax? Ja. Und dann konntest du dich wiederfinden. Ja. Es war so krass, angefangen habe ich das, da habe ich gesagt, was ist dein Nick auf Animax? Da kam, was? Max? Tatsächlich? War noch so. Dann jahrelang, mein Nick auf Animax hier und da. Und dann jetzt wieder, was? Animax? Also es ist tatsächlich in der Entwicklung. Leider so. Leider. Aber das war eine super Plattform tatsächlich, weil halt alles da war. Jetzt haben wir halt die Sache, dass wir halt allen voran Facebook natürlich, viele wollen es bedienen. Wir sind tatsächlich ja nicht so die Social-Media-Menschen. Wir sind halt so, also tatsächlich haben wir uns damals einen Twitter-Account gemacht und Facebook-Account wegen WCS, weil man da halt den Kontakt hatte. Da gab es die Gruppensachen und so, sonst wären wir wahrscheinlich nie auf Facebook gegangen. Nimm das Facebook. Aber die Sache ist halt, wenn man darin erfolgreich sein will, das ist absolut okay. Es ist legit, auch dafür Cosplay zu machen. Wir haben ja auch wieder Wünsche, Ziele, Motivation. Und wenn man Social Media Star oder viele Likes, sowas auch immer, Bestätigung dadurch haben will, da muss man aber allerdings halt auch wissen, dass es mehr eine Lotterie als alles andere ist. Und viel Arbeit. Denn auch wenn viel Arbeit auch schon drinsteckt, können auch Algorithmen es zerstören. Aber wenn du halt überhaupt nicht arbeitest daran, dann passiert auch nichts. Viele vergessen, dass Leute, die sehr, sehr bekannt sind und dergleichen in diesem Bereich, sehr viel Content produzieren und fast die gleiche Zeit in Social Media, in die Interaktion stecken, wie in ihr Kostüm. Gerade auch die Interaktion. Ist ja nicht nur liken. Die schreiben dann, man hat es ja so, wenn man so von Leuten mitbekommt, die sind gefrustet. Derjenige hat auf Instagram mit seinem Selfie mehr Likes bekommen, als ich mit meinem ausgearbeiteten Fotoshooting. Ja. Vergessen aber, dass derjenige im Instagram vielleicht, ich sage jetzt mal, zu Hause ist, ständig seine Kommentare schreibt, einen Freundeskreis hat, selber viel liked, was weiß ich, auf Facebook teilt und so weiter. Und dann kriegt er natürlich die Quittung. Er kriegt nämlich viele Sachen dann selber zurück. Richtig. Und wenn man sich da mit seinem, nicht, dass ich das irgendwie prinzipiell lächerlich machen möchte, aber wenn man da halt mit seinem ausgearbeiteten Fotoshooting-Foto da steht und sagt so, bitte, und erwartet dann zurücklehnend Tausende von Reaktionen, da kann man mal Glück haben, wenn man gerade Series aktuell irgendwie den richtigen Hashtag, die richtige Uhrzeit, die richtigen Verstärker teilen, dass in irgendeiner Form das dann ein viraler Hit draus wird. Aber in der Regel ist es so, dass pokern ja sogar auch Werbeagenturen. Also dementsprechend, wir sind eigentlich in der gleichen Liga wie dicke Werbeagenturen, die probieren, viralen Hit zu produzieren. Und da muss man sich halt auch mal im Vergleich sehen, einfach mal. Nein, wir sind nicht die Werbeagentur, die den großen Hit produzieren. Müssen wir auch gar nicht. Und darum auch die Frage wieder an einen selber, warum ist es mir denn so wichtig, dass ich da 30.000 Likes drauf habe? Genau. Social Media, noch eins ist auf jeden Fall, was man halt immer so vielleicht als Frust empfindet, wenn man gerade so an seinem Kostüm sitzt und verzweifelt, geht in das Social Media, auf die Social Media Plattform seiner Wahl und sieht von rechts und links Cosplay Progress. Irgendwer hat ja immer irgendwas fertig. Und dann denken sie sich, oh, wieso schaffen andere das und ich nicht? Und vergisst vielleicht ein bisschen zu sehen, dass es mehrere andere sind, während man selber halt nur einer ist. Und die wenigsten posten ja Fails. Ja. Ne, und sagen, scheiße, ich habe mein Ärmel ins Halsloch genäht. Das haben wir wirklich mal gemacht. So gut, so gut. Ich habe mich noch gewundert. Sie sind jetzt so komisch. Ziel, und dann war der Ärmel so... Irgendwas ist komisch. Naja, also weißt du, das ist... Etwa Lycra, also nur deswegen kamen wir überhaupt auf die Idee. Die wenigsten machen das. Und dann hat man natürlich, weil man präsentiert ja sich eher mit Erfolgen. Ne? Hier habe ich einen Teil fertig, das ist mir schön gelungen und so weiter. Ja. Und dann wird man eben von allen Seiten zugespammt, sage ich jetzt mal fast, mit...
Mit erfolgreichen Social Media Posts. Ja. Und manchmal kommt aber auch der Fall, man denkt, man ist nicht erfolgreich, aber man kriegt so. Also bei uns war es mal so, wir hatten ein Fotoshooting gemacht mit hier von Thor, die kleinen Thor und Loki haben wir gemacht. Wir haben tatsächlich mal ein Shooting gemacht, sehr selten für uns. Und haben es gepostet und ja, war halt auf Tumblr und so, ja, keine Ahnung, 20 Likes oder so, wie so, oh, wie schön, voll toll. Jemand hat es gesehen, aber naja, gut, dann hat es die Leute nicht so interessiert. Und dann haben wir später rausgefunden, irgendwer hat dieses Bild gepostet, hatte um die 1000 Likes. Also der hat das Bild irgendwo von Facebook genommen. Hat irgendwo es gefunden, gepostet und auf Tumblr ging es nochmal rum. Man darf da nicht, man darf nicht enttäuscht sein, nur weil man vielleicht selber nicht die Reichweite hat und jemand anders hat entweder viele Follower oder. Es gibt viele Lurker auch, die nichts sagen. Also genau, vergiss das nicht. Zeig mal das schöne Dreieck, was wir gemacht haben. Ein schönes Dreieck gemacht. Ja. Also, so ein Thema ist Social Media. Choose two, ihr kennt bestimmt diese schönen Dreiecke. Eben Making Costumes, Enough Sleep, Social Media und es gehen eben immer nur zwei davon. Also man kann, wer sehr, wie sagt man, strukturiert ist, ist es nicht ausgeschlossen, dass man auch alles unter den Hut bekommt. Ja. Aber dann, das sind ja schon jetzt keine Faktoren wie Arbeit und Kurse. Oder viele Kostüme. Ne? Wenn sich jemand jetzt auf ein Kostüm konzentriert, dann kriegt er natürlich vielleicht genug Schlaf und kann auch seinen Social Media Kanal bedienen. Aber es ist halt, man muss sich immer so ein bisschen entscheiden. Ja. Nutze ich Social Media nur, um vielleicht halt immer so zu zeigen, was habe ich gemacht, um sich vielleicht später selber mal anzugucken, hey, was habe ich in dem und dem Jahr alles gemacht. Ja. Sonst ist schön, theoretisch. Ja, so als, man hat eine Art Tagebuch. Oder will man wirklich jetzt, ich möchte viel Feedback, ich möchte bekannt werden. Mach mal weiter mit dem analogen Feedback. Ja, okay, Feedback. Bekannt werden ist scheiße. Also. Bekannt werden ist kacke. Ja, analoges Feedback, genau. Ja, so haben wir es genannt. Analoges Feedback ist das, was man auf Cons bekommt. Also, boah, geiles Kostüm. Oder, boah, darf ich ein Foto machen. Was ja für mich, finde ich, das schönste Feedback ist, weil... Ja. Man kommt erstens so auch ins Gespräch mit Leuten, die haben sich getraut, das zu sagen, ist ja auch nicht so. Manchmal denkt man sich, oh, cooles Kostüm, geht aber nicht hin und sagt es denjenigen nicht. Ne? Also das. Aber da eben auch die Frage, wenn man natürlich ein Kostüm an hat und das, also wenn man auf dieses analoge Feedback steht, dann ist natürlich die Frage, wie bekomme ich das? Oder ist man dann enttäuscht, wenn man es nicht hat? Und da ist natürlich ganz klar, es gibt natürlich Faktoren, wo es eher wahrscheinlich ist, was zu bekommen. Wenn du, also gerade als Shingeki jetzt sehr bekannt war, wenn du jetzt als Ehren noch auf die Con kommst, da kommt wahrscheinlich jetzt keiner und sagt, boah, hab ich ja noch nie gesehen. Geil. Du hier als Ehren da, toll. Wenn du natürlich in einer Ironman-Rüstung kommst, also als es noch nicht so viele waren, dann bist du natürlich vielleicht ein Hingucker, dann kriegst du natürlich öfter gesagt. Ja. Und gutes natürlich, Kostüm. Also dementsprechend, das Feedback kommt auch aus unserer Erfahrung her aus, eher bei Nostalgie-Sachen. Biene Maya hatten wir ein ganz tolles Feedback damals. Und auch Ranma. Spider-Man kommt bei Kindern übrigens sehr gut an. Als Tipp. Selten ist natürlich was man halt einfach noch nie gesehen hat oder sehr aufwendiges. Also wenn natürlich ein Kostüm kommt mit riesigen Flügeln und sonst was, das ist halt ein Blickfang, kann man es ja gar nicht gegen wehren, kennt ihr ja auch, ne? Und ansonsten ist es halt oft auch manchmal Glück, weil manchmal trauen sich die Leute nicht. Und aber was wir auch gemerkt haben, wenn man natürlich, ja, ich weiß, man ist manchmal unzufrieden mit seinem Kostüm, aber wenn man das analoge Feedback geil findet, dann sollte man vielleicht nicht so über die Con laufen. Denn das, oder halt einfach so, ich sag jetzt mal tatsächlich ganz böse schnippisch, mir ist es mal damals passiert, vor Jahren, da war ich auch noch ziemlich frisch in der Cosplay-Szene, was heißt frisch, ja gut, war auch schon 5 Jahre, aber ihr wisst, was ich meine. Und ich habe halt jemandem gesagt, wie toll ich das Kostüm finde, weil die halt wirklich außergewöhnlich gut für die Zeit genäht waren, weil auch ja, das Level ist ja insgesamt gestiegen in der ganzen Szene. Und ich habe das denen gesagt und die nur so, und das war alles, was ich als Reaktion bekommen habe und das hat mich damals schon relativ baff gemacht, wie man so unfreundlich sein kann. Also dementsprechend ein Lächeln hilft, höflich sein hilft. Und manchmal ist es auch so, auch wenn man wenig Feedback bekommt, wenn man zum Beispiel, ich sage jetzt mal, Nischen-Cosplays macht, dann ist natürlich aber trotzdem die Gelegenheit da, mit denen vielleicht länger mal zu sprechen oder man cosplayt eine Serie, denkt, oh, ich bin der einzige Mensch auf dieser Welt, der das mag und dann trifft man jemanden und das gibt ein Kompliment. Ja, wie wir, als wir damals vor allem Comics gemacht haben, also es gab eine Zeit, wo Comic-Cosplay verpönt war auf Anime-Conventions. Ja, wo man sogar nicht bei Wettbewerben mitmacht. Doch, da wollen wir nicht hin. Aber auf jeden Fall, da hatten wir halt wirklich Leute, mit denen wir sehr lange geredet haben und auch Freunde dadurch gefunden haben, weil es halt so eine Nische war. Aber das ist eben die Frage, was will ich von der ganzen Sache? Will ich durch Feedback vielleicht so als ersten, wie sagt man denn, Eisbrecher ins Gespräch mit Leuten kommen und oder möchte ich wirklich nur, dass Leute sagen, oh, wie geil, das kriegt man ja auch nur so im Vorbeilauf. Es kann natürlich auch sehr viel sein. Es ist auch okay, wenn ihr einfach keinen Bock mehr habt. Mein Vater hat mal gesagt, wenn es euch nervt und jemand zu lange klammert, vielleicht kennt ihr das von ein paar Leuten, dann sagt ihr einfach, es tut mir leid, ich will noch was anderes erleben. Ist ein bisschen hart, aber wenn man sich so das im Kopf ruft, ist das schon nicht so dumm, weil es kann auch frustrierend sein, wenn man zu viel Feedback auch wieder bekommt. Ja. Ne? Und natürlich, wenn man
erwartet, vielleicht von Fotografen angesprochen zu werden, gerade auf einer Con, sollte man halt vielleicht im Kopf haben und wenn man halt frustriert ist, wenn es nicht passiert, dass auch Fotografen, die gerade vielleicht Profis sind, dass die planen. Die machen sich was aus und so weiter und so fort. Da ist spontan Fotografieren sehr schwierig, gerade wenn die auch ein Ergebnis im Kopf haben irgendwo. Also auch da lieber vielleicht eine Eigenverantwortung zeigen, wo wir nämlich drauf kommen jetzt. Fotos. Ein großes... Können wir ja nicht so viel dazu sagen, weil wir kaum Fotos machen. Aber, ja. Aber wir kriegen natürlich mit, wenn Leute frustriert sind. Und die Sache ist halt die, wir haben uns halt... Also wenn wir Fotos machen würden, dann würden wir ungefähr so rangehen. Also ganz wichtig tatsächlich, Freunde zu fragen, man sich gegenseitig zu fotografieren, hat man früher andauernd gemacht. Die Rasse des Fotografen ist erst ungefähr 5 Jahre alt in der Cosplay-Szene. Ja! Ja, aber in Profi-Fotograf. Schon ein bisschen. Aber ist ja wurscht. Ja, das sollte ein Witz sein. Ja. Danke, dass du ihn kaputt gemacht hast. Hier, rieche meinen Schuh. So, okay. Aber natürlich solche Dinge wie Studio-Mieten oder, Achtung, brandheißer Lifehack, Cosplay-Hack. Fotografen bezahlen. Denn Fotografen, die von sich aus herumlaufen und selbst wenn da jemand rumätzt, dass die nur quasi die dicken Bubis fotografieren wollen, das ist deren Entscheidung, weil auch die sind nur in ihrer Freizeit da und machen, was sie wollen. Genauso wie ihr macht, was ihr wollt. Ich meine, das heißt jetzt nicht, dass man es akzeptieren muss, wenn ein Fotograf jetzt einen super unhöflich ablehnt. Ja, also wenn er sagt, du bist hässlich und fett, dann kannst du sagen, du selber und gehst. Ja, genau. Also, ne, klar. Also, ja, genau. Ne? Streitet euch mehr auf Conventions fürs Publikum. Nein, aber auch ein Fotograf sollte in der Lage sein, höflich abzulehnen. Absolut. Und man muss das auch akzeptieren. Richtig. Also wenn man sagt, hey, ich würde so gerne mal mit dir ein Shooting machen, wie Merck schon gesagt hat, dann kann man denjenigen bezahlen, dann ist er, denke ich, schon bereit, da mal was zu organisieren. Ja. Und auch Fotografen haben eine Vorstellung davon, welche Absolut. Charaktere, in welchem Setting und... Ja. Dann passt man halt vielleicht gerade da nicht ins Konzept, das darf man auch nicht als persönlichen Angriff empfinden. Das ist keine persönliche Beleidigung, solange es wirklich keine persönliche Beleidigung wird. So einfach ist das. Wenn der auch, man muss es leider akzeptieren, manchmal ist es auch ein bisschen desillusionierend, aber wenn ein Fotograf sagt, pass auf, ich finde dein Kostüm von der Qualität reicht mir nicht für ein Foto, weil ich muss dazu sehr nachbearbeiten und sonst was, dann ist das vielleicht hart und blöd, natürlich, wie er es auch gesagt hat, klar. Wenn er sagt, du bist alles scheiße und alles hässlich und sowieso kacke. Nein, das nicht. Aber wenn er halt einfach sagt, nein, pass mal auf, ich würde hier, keine Ahnung, man würde zu einer Location fahren, man wird was anmieten, man wird was organisieren, was auch immer. Und wenn dann der Fotograf sagt, nein, tut mir leid, ich möchte gerne einen Ticken höhere Qualitätsstandard haben. Muss man akzeptieren. Ja, und auch manche Fotografen wollen vielleicht auch nur mit ihren Freunden Fotos machen, ja, weil ja. die halt den Prozess des Fotoshootings mögen mit Leuten, mit denen sie Spaß haben können. Genau. Das hatten wir auch mal. Man kommt nicht überall rein. Also vielleicht mit Geld, aber man kommt halt nicht überall rein. Und es ist auch heutzutage mit den Handys, die ja sehr gute Fotos machen. Ja. Da kann man ja mit seinen Freunden hier oder von mir aus auch aus dem gleichen Fandom, hey, ich fotografiere dich, mach doch mal bitte ein Head-to-Toe-Bild von mir, vielleicht mit einem halbwegs passenden Hintergrund. Wie es früher war für Animex so die Freischaltung. So, ja, genau. Kannst du mir wenigstens ein Beweisbild machen, 5 Stück da drin, dann kann ich es anlegen. Und dann kann man sich auch selber weiterentwickeln. Ja. Dann macht man selber vielleicht ganz, ganz gute Fotos, mit denen man zufrieden ist. Viele Cosplayer merken dann plötzlich, oh, fotografieren sie auch nicht. Ja. Weil wir haben ja auch alle so ein gewisses Ästhetikgefühl oder man weiß, wie vielleicht, gerade wenn man die Serie kennt, wie derjenige inszeniert werden will. Natürlich ist das ein bisschen was anderes, wenn man, Beispiel Dragon Ball fotografiert im Vergleich zu süßen Schulidols. Klar, das ist ein Unterschied. Wenn das die gleiche Pose ist, ein bisschen komisch. Aber, wird auch spannend. Nee, aber dementsprechend seid da vielleicht ein bisschen offener und da muss man auch irgendwo eine Eigenverantwortung zeigen. Weil im Endeffekt wollt ihr die Fotos. Und das ist halt wieder dieses Ziele, Wunsch, natürlich der Wunsch, ich krieg einfach ein fertiges Foto, ja, geil. Genau. Muss nichts dafür bezahlen. Am Tag nach der Con am besten. Am besten, ja, natürlich. Ja, aber das sind so quasi die Eckpunkte, die... Ich wollte noch was sagen, jetzt habe ich es vergessen. Schade. Und man darf, also insgesamt darf man auch nicht den Fehler machen, die Cosplay-Szene ist so gewachsen. Also vor 2003 war meine erste Convention of the Animagic. Scheiße. Ja, scheiße. Da waren nicht so viele Leute. Da war man, ich sag jetzt mal, da war ein engerer Zusammenhalt in der Szene, wenn man das so sagen möchte, weil man halt weniger Leute war. Da musste man vielleicht auch mal mit Leuten zurechtkommen, die man irgendwie komisch fand. Ja. Heutzutage hat man... Man war einzelne Farbflecken, jetzt ist man ein bunter Teppich und das ist aber auch... Eigentlich ist das sehr schön. Eigentlich ist das super schön. Nur weil man hat immer die Möglichkeit zu sagen, nee, mit dir komme ich nicht zurecht. Ich suche mir aus dem Pool der Menschen vielleicht jemanden raus, mit dem ich besser auf einer Wellenlänge bin. Und das ist auch in Ordnung. Und man darf auch nicht vergessen, dass viele Cosplayer und Fotografen Profis sind.
Also viele von denen, die viele... womit man sich vergleicht. Also genau. Wir nennen jetzt tatsächlich ein Beispiel, Yaya Han, die haben wir kennengelernt über drei Ecken. Viele vergleichen sich mit ihr, aber die macht das als Beruf. Ja. Das muss man wirklich sehen, wie er ist in selbstständig, also arbeitet selbst und ständig. Und das ist was ganz anderes. Die hat das auch über 10 Jahre aufgebaut. Und das ist wie wenn man sonst ein bisschen so auf dem Bolzplatz Fußball spielt und dann gern den Weltmeistertitel haben möchte. Das funktioniert nicht. Nein. Das ist oft ein Prozess. Man muss über viele Jahre vielleicht sich was erarbeiten, sage ich jetzt mal. Manchmal richtig. Glück haben, richtige Und dann muss man auch ein bisschen aufpassen, mit wem man sich vergleicht. Also wenn man sich jetzt mit jemandem mit 1 Million Follower vergleicht und sagt, der hat viel mehr Likes als ich. Ja, oder auch mit einem anderen Budget. Wenn jetzt zum Beispiel jemand arbeitet Vollzeit, ein Kostüm im Jahr macht, der steckt da ganz anders Geld rein, als wenn du 100 Kostüme im Jahr machst. Und man darf auch nicht, was man auch nicht vergessen darf, ist, selbst wenn der bekannte Cosplayer vielleicht nicht so gutes Kostüm macht, wie man selber, weil man vielleicht besonders lang dran gearbeitet hat, dann kriegt der bekannte Cosplayer natürlich trotzdem mehr Likes, weil mehr Leute das Kostüm sehen. Das ist auch kein Maßstab für Qualität. Absolut. Das heißt nicht, dass jetzt ein bekannter Cosplayer per se scheiß Kostüme macht. Aber übrigens nicht bei Wettbewerben. Ja. Auch bei Wettbewerben. Nur weil jemand gewinnt, heißt es nicht, dass er das beste Kostüm hatte. Das heißt nicht, dass er den besten Auftritt. Manchmal ist es tatsächlich das, was die Jury am liebsten sehen wollte. Und da hat man halt manchmal Pech, wenn man einen Charakter oder eine Geschichte auf die Bühne bringt. Das Publikum mag einen Auftritt sehr, aber die Jury sagt halt nein, aber die. Ne? Genau. Das ist halt so. Und da man ja nur sich selber ändern kann und nicht die anderen, muss man bei so frustrierenden Situationen einen Schritt zurückgehen, sich überlegen, warum mache ich das? Was macht mir Freude daran? Und dann gucken, wie man diese Freude bekommt. Quasi. So. Ja, das war ein sehr schöner Übergang. Ich finde, wir kommen nämlich jetzt zum Dialog. So. Zu euren Frustrationserlebnissen. Da bin ich mal gespannt. Hat denn quasi jemand was, wo er sagt, okay, wie könnte ich da was angehen? Sagen wir es mal so. Dürft euch gerne dann melden und wir... Ja. Hi. Ich hatte die letzten Jahre aber immer Glück, dass ich Leute getroffen habe, so, hey, cool, du kommst jetzt in der Serie, wir können uns treffen, wir können uns machen. Und das hält mich da auch so ein bisschen ab. Aber ich merke halt, dass bei mir vor allem beim Fertigen des Kostüms dann die Motivation. Okay, also nur nochmal, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob es im Stream quasi, darum wiederhole ich es nochmal. Also die Sache ist halt die quasi, man macht schon sehr lange Kostüme, hat eigentlich wieder ein Gruppenerlebnis, ist angefangen und jetzt ist halt das Problem, dass man es so nach und nach alleine macht, weil die Freunde andere Serien mögen als man selber. Ja, das ist natürlich bei Cosplay ein großes Problem, weil... Absolut, absolut, weil die Flashes, die kommen und gehen und wir sind ja oft auch sehr heiß drauf, dieses so gonna Cosplay. Das ist ja auch oft eine Motivation, das Cosplay zu machen. Ich meine, natürlich, die einfachste Lösung ist zu sagen, ja gut, dann suche ich mal andere Freunde. Ne? Das ist natürlich nicht einfach, weil man will ja am liebsten mit den Leuten, die man mag, was zusammen machen. Ja, und auch von früher mochte, und weil es war ja auch schön und alles. Ich meine, Ja. Ja, klar. Genau, ja, genau. Man kann natürlich zu der Antwort. Internet ist natürlich eine gute Möglichkeit zu sagen, hey, ich plane dieses Kostüm. Ja. Wer hat Bock mitzumachen? Ich hätte noch eine andere Antwort allerdings. Du kannst ja mit deinen Freunden auch, ich meine, man kann sich auch motivieren, an Cosplays weiterzuarbeiten, wenn man
kein Gruppencosplay hat. Man kann ja richtig, auch, ja. Ich meine, Freunde mag man ja in der Regel. Und dann kann man ja sagen, in der Regel. Außer die, die Arschlöcher sind und die halt da sind. Nein, aber man kann ja sagen, hey, ich bin zwar nicht geflasht von der Serie, aber du magst die Serie. Ja. Wenn du mir also den Progress zeigst, dann kann man ja auch sagen, hey, ist cool geworden. Man guckt sich vielleicht ein Bild an, ne? Und dann kann man sich ja trotzdem noch gegenseitig motivieren, obwohl man ja vielleicht dann nicht auf der Con selber den gleichen Spaß hat, weil es ja ist ein Unterschied, ob man in der Gruppe die gleichen Kostüme, also aus der gleichen Serie was cosplayt, wo man ja auch so ein bisschen pseudomäßig so Insider-Witze machen kann und so. Und dann, ich meine, auf Conventions, wie gesagt, du trägst dein Kostüm, das du mit der Motivation, wo dich deine Freunde getragen haben, gemacht hast, findest du ja vielleicht auch Leute, die dann das gleiche zufällig cosplayen. Und dann kann man ja vielleicht, wie auch schon erzählt, was für das nächste Mal planen. Also dementsprechend quasi als Tipp auch generell an die Leute, drei Wege eigentlich. Entweder natürlich suchen selber im Internet, auch in Animex und Co. werden auch immer noch Gruppencosplays zusammen geplant. Oder so Gruppentreffen gibt es ja auch noch. Gruppentreffen, genau, oder das. Dann natürlich, was du noch gemeint hattest, mit dem gegenseitig motivieren, obwohl man nicht die gleiche Serie trägt. Oder spontan Leute eben auf der Con treffen und wieder Spaß haben, ja. Noch eine Frage. Ja. Okay, ich hasse es auch. Ja, also es ist ja absolut ein Riesenfaktor. Gerade, ich weiß, es klingt jetzt wieder so pseudonostalgisch und ich meine das wirklich nicht ernst, Gottes Willen. Aber tatsächlich in dem Sinne, wenn man älter wird und eben in Berufsleben und Co., weil viele haben ja angefangen in der Schule und im Studium. Ne? Es ist ja, und irgendwann kommt der Punkt, aber ich habe da immer früher ein bisschen geschmunzelt, weil wir hatten Freunde, die haben gesagt, ja früher, da im Studium hatten wir jede Menge Zeit, aber keine Kohle. Jetzt habe ich Kohle, aber ich habe gar keine Zeit mehr. Und das ist tatsächlich so und wir haben uns auch gerade 2016, was wir auch gesagt haben, neben den Kostümen, die wir nicht so gern machen wollten, war das Problem, wir haben unsere Zeitpensum unterschätzt, weil plötzlich, also Claude hat halt gearbeitet, ich auch, wir hatten halt nicht mehr so viel Zeit und natürlich gerade nach der Arbeit will man sich halt auch einfach nur mal auf seinen Arsch setzen und einfach mal und gehörig flitzen und Netflix gucken. Und das ist auch okay. Ne? Und man muss dann vielleicht sagen, okay. Und dann sagt man, so gonna cosplay this, während man guckt. Und ja, das habe ich viel mehr Lust auf dieses Kostüm. Jetzt, also ich denke, da könnte, ja, es ist schwierig, sich aufzuraffen, ja. Dann muss man sich, warum möchte ich das Kostüm genau machen? Dann braucht man vielleicht länger, weil man vielleicht dann jeden Abend statt mit aller Gewalt 4 Stunden vielleicht nur ein halbes Stündchen was macht. Man muss tatsächlich so ein bisschen schauen, was schaffe ich denn überhaupt, was mute ich mir zu oder eben in welchem Maße mute ich es mir zu. Wir haben gestern tatsächlich genau über das Thema geredet mit jemandem und sie hat halt gemeint, ja, ganz ehrlich, ich bin zu alt für den Scheiß, dass ich dann die Nächte durchmache, nur weil ich dann noch unbedingt was basteln muss, aber das sieht doch eh keiner. Da muss man sich eben auch fragen, okay, muss ich mich jetzt dafür quälen? Also wie viel Qual stecke ich in meine Leidenschaft? Also wie viel Leiden in die Leidenschaft stecken? Und da eben zu gucken, wo ist denn meine Motivation? Ist es sehr schwer? Wir strugglen da auch ein bisschen zur Zeit mit. Aber tatsächlich, wir haben auch so ein bisschen gemerkt, über einen Flash geht es ziemlich gut. Klar, und dann natürlich hat man natürlich Pech, Zeitpunkt, wenn man so natürlich, ne? Zur Hälfte fertig ist und dann irgendwie einen neuen Flash hat. Aber es ist, man muss sich auch eingestehen, es ist auch okay, mal zu sagen, ich habe jetzt keinen Bock auf Cosplay. Ja. Und dann macht man es doch lieber später, bläst das Cosplay vielleicht für die Convention ab, zieht macht es später, wenn man wieder Bock hat und vielleicht auch Spaß am Machen wieder hat. Ja. Und dann dauert es halt einfach ein bisschen. Oder, heißer Tipp, was kaufen. Ja, was kaufen. Heutzutage. Oder man macht, das früher wurde das... Ja, das ist wirklich, ohne Witz, ich bin so froh, dass ich diese Jacke kaufen konnte, inklusive LEDs, Krawatte und Co. Einfach kaufen. Was man auch macht, manchmal sagt, ich will aber gerne der Charakter sein, weil ich möchte vielleicht mit Leuten in Kontakt kommen. Früher war das so ein bisschen verpönt. Ja. Aber es gibt auch die Möglichkeit, einfach so eine Art Kleiderschrank-Cosplay zu machen. Ja. Man sucht sich halt ein bisschen was. Modern-AU. Aber es ist okay. Klar, darüber gibt es ja die endlos Diskussion. Ist das überhaupt noch Cosplay? Ja, Cosplay ist, was man selber draus macht. Wenn ich der Meinung bin, das, was ich mache, ist Cosplay, dann ist es Cosplay. Dann kann irgendwer da um die Ecke kommen, ja. Ich kann Cosplay. Ja, dann soll er selber unglücklich sein. Aber das ist auch eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich krieg das Kostüm nicht fertig, dann mache ich halt jetzt, schnapp ich mir jetzt halt irgendwas und bin dann jetzt trotzdem der Charakter. Genau.
Ja, ja. So. Dann. Noch jemand eine Frage? Wir haben schriftlich noch so ein paar Fragen geschickt bekommen. Aber wir können erstmal noch, also wenn noch jemand... Wenn noch jemand, ihr seid quasi... Ihr habt die Pole Position quasi. Weil wir haben immer so gesagt, ach ja, dann, wenn keiner mehr fragt, da haben wir noch was. Ich, wenn jetzt keiner was fragt, sage ich noch kurz was. Weil wir es nämlich vergessen haben zu erwähnen. Oh Gott, die Karten. Viele Probleme, die man als Cosplayer hat, die hat ja wahrscheinlich... Jeder, der ein Hobby hat. Was bei Cosplay das Besondere ist, ist, dass man ist ja man selber. Also man trägt zwar ein Kostüm, aber man ist immer noch man selber. Kritik oder Nichtbeachtung spiegelt sich, also wird viel mehr auf sich selber zurückgeworfen, als wenn man jetzt was zeichnet. Dann kann man sagen, ja, der mag meinen Zeichenstil nicht. Aber sich zu sagen, ja, der mag halt mein Gesicht nicht. Ja, der mag meine Phrase nicht. Das ist schwieriger zu ertragen. Oder dann am schlimmsten tatsächlich irgendwann zu sagen, ja, und ich mag auch meine Phrase nicht. Ja. Und das kann passieren, wenn du andauernd gesagt bekommst, wie fett und hässlich du bist, denkst du irgendwann, du bist fett und hässlich. Ja. Auch wenn's aber wenn du fett und hässlich wärst, dürfst du trotzdem Cosplay. Ja, genau. Man darf Cosplay machen. Das klingt so abgedroschen, aber Cosplay soll Spaß machen und den Spaß sollten nicht andere definieren. Also man sollte das für sich selber definieren. Und wenn man das Gefühl hat, andere engen einen zu sehr ein, weil die sowas sagen wie, hier habe ich nämlich gerade gelesen, ja, das Cosplay ist viel zu simpel für dich oder viel zu aufwendig, das schaffst du eh nicht. Muss man sich vielleicht mal überlegen, sind das die Leute, mit denen ich abhängen will? Sind das die Leute, mit denen ich glücklich werden kann in diesem Hobby? Das ist schon so ein kleines rotes Alarmglöckchen, was halt schillert. Früher war es halt so, was wir nämlich auch gesagt haben, man war halt weniger und musste halt mit dem Vorlieb nehmen bis zu einer gewissen Grenze, die da waren. Das ist jetzt auch nicht schlimm oder abwertend, weil da waren auch viele nette Leute dabei. Aber heutzutage, wenn jemand dir zu blöd kommt, dann musst du dich halt wirklich fragen, okay, ich habe hier schon so ein stressiges Hobby. Will ich Menschen im Leben haben, die mich auch noch demotivieren? Wo ich schon selber demotiviert bin. Will ich das wirklich? Und wofür auch? Also man muss auch wirklich niemanden Rechenschaft ablegen. Und man muss, gerade beim Cosplay geht leider viel über Oberflächlichkeit. Ja? Also, wollte ich mich unterbrechen, das ist, glaube ich, in den letzten 6 Mal Mist gesagt. Du musst. Und das, was ihr als Kernthema habt, ist ja, das ist ein Hobby. Es soll Spaß machen. Ja, man muss gar nicht. Das ist ein sehr, sehr schöner. Ja. Ja. Sehr, ja. Sehr, sehr. Ja. Ja. Sehr, sehr. Ja, wenn. Sehr schöner Einwurf. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob es Tonlicht ist. Darum wiederhole ich kurz, weil quasi kurzer Einwurf. Einfach die Frage, was will ich davon? Und eben, man muss nichts beim Cosplay machen. Es ist keine Muss-Veranstaltung. Das Einzige, was wir müssen, ist quasi atmen, essen und kacken. Pipi, Hauptsache nochmal am Ende einen draufsetzen. Ja. Absolut, da ist noch eine Frage. Ja. Aber jedenfalls, ja, absolut richtig. Such dir ein Kostüm, wo du einfach Spaß drin hast. Ja. Ja. Keine Frage, aber ja. 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 Okay. Ja, genau. Ich finde, da muss man dann auch sagen, nein, ich möchte das machen, dazu stehen. Genau. Ja. Ja. Also kurz auch wieder ins Mikro natürlich. Als Ergänzung, sehr wichtige Ergänzung, gerade wenn Leute halt, also zum Thema Freunde bis zu einer gewissen Grenze, wenn man halt gerade eine Serie sich als Gruppencosplayer aussucht, man sagt, ich würde gerne den Charakter machen und dann kommt halt dieses Unterjubeln, dieses, ach, wäre nicht schöner, wenn du XY in der hintersten Reihe, damit wir deine komplette Gruppe sind, machen. Habe ich auch erlebt, ist ganz ekelhaft, gerade wenn die anderen die Hauptfiguren dann machen. Ja. Und ist auch sehr manipulativ, eben auch das Rote. Das ist nicht gesund übrigens. Ist nicht gesund. Ja, das ist oft. Okay. So. Ja, genau, es gibt nette Menschen, aber dadurch, dass es so viele sind, gibt es halt, So, natürlich. Du. Oh, keine Taschen ist böse. Aber hat Taschen, ne? Ja. Genau, auch schöne. Ja, genau. Genau, man fühlt sich. Ich meine, das Männer werden können auch ein Stück
Auch Frauen möchten auch Hosentaschen. Also ich glaube, das ist ein genderübergreifendes. Und ich muss vielleicht, ich muss jetzt doch tatsächlich kurz einwerfen, auch non-binary Menschen möchten Hosentaschen haben, wozu gehört, dazu gehöre ich. Dementsprechend, ja, aber kurz, also nochmal als nochmal Ergänzung, auch damit es wieder Mikros. Auch wenn, vielleicht die Überlegung eben, was ist denn auch der Komfort auf der Convention einfach wert? Für ein Fotoshooting kann man sich ja vielleicht in hohe Hacken und enge Hosen werfen, weil dann ist es nach vielleicht, keine Ahnung, wie lange dauert so ein Fotoshooting, 3 Stunden oder so wieder vorbei. Eine Con, da trägst du halt von morgens bis abends dann unbequeme Sachen. Auch von der Gesundheit her muss ich auch noch dazu sagen, gerade nochmal mit dem Abbinden tatsächlich, es ist, wie gesagt, ich weiß es definitiv aus der Erfahrung, auch aus dem Alltag, Abbinden ist eine gefährliche Sache und dementsprechend muss man sich gut überlegen, wann man das macht und wie lange man das macht. Und wofür. Und wofür, weil, wie gesagt, die Gesundheit gehört doch eher nach vorne, auch wenn man mal ein bisschen damit rumdrehen kann, auf lange Sicht, Kontaktlinsen übrigens auch sowas, überlegt es euch gut, was ihr machen wollt und was nicht. Ja. Ja, quasi die einen, also es geht. Die einen zusammenzukommen. Wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte den Charakter cosplayen, aber ich kann gar nicht, auf gar keinen Fall Bauch freitragen, was mache ich nur? Und dann kommt ein Freund um die Ecke als strahlender Ritter und sagt, hey, ich weiß, es gibt noch einen anderen. Ja, natürlich. Also, natürlich, aber das ist der Unterschied. Du musst es auch noch mal kurz nochmal erklären. Also als Anmerkung aus dem Publikum eben, es gibt die manipulativen Arschlochfreunde, aber es gibt auch die super süßen, netten Motivationsfreunde, die eben sagen, ey, das Kostüm wäre echt schön, aber wie wäre es denn mit dieser Variante oder dass man zusammen das dann macht? Also dementsprechend im positiven Sinne aber das zu ist, sagen. Das ist ja wirklich so, die wollen helfen. Richtig. Die sagen, du, das ist dein Wunsch, ich möchte, dass dein Wunsch erfüllt wird, ich helfe dir oder du willst das machen? Nee, Moment, das passt entweder mir nicht in den Kram wegen Gruppencosplay oder nee, irgendwie, ne, das ist halt wirklich immer noch so der Unterschied. Ja. Und wir haben schon angezeigt bekommen, noch 5 Minuten. Ja, sind auf den letzten. Und ich habe den Faden verloren. Ich würde sagen, noch eine Frage, letzte Frage. Ja? Ja, Sailor Jupiter, bitte. Ja. Oder? Teenies, 20-jährige Teenies, ja. Ich weiß, was du meinst, ist schon okay. Ja. Und also wie ihr vorher gesagt habt, Animax war früher eine super Plattform, hatte ich auch selber gerne genutzt. Jetzt habe ich einfach jetzt 10 Jahre später das Problem, ich habe halt nicht mehr diese eine Plattform, die ich nutzen kann, weil alles sich irgendwie verteilt. Ja. Steigt dann wiederum der Frust von dem, will ich das jetzt wieder machen, mache ich dieses oder jenes Kostüm für die nächste Con, dann bekomme ich, bei dem bekomme ich mehr Feedback, bei dem anderen eher weniger, aber eigentlich hätte man ja auch gerne so zwischen diesen Con-Phasen für zu Hause Feedback eben in digitaler Form. Ja, okay, ich fasse noch mal kurz rein ins Mikro. Nur noch 3 Minuten. Ich schaff das. Ja, mach mal. Also. Gerade eben als Anmerkung, wir hatten ja das schöne Dreieck eben, dass eben das Kostüme machen und genug Schlaf wichtiger ist. Social Media wird etwas vernachlässigt und mittlerweile ist es eben so, durch die vielen Plattformen, dass natürlich der Frust ein bisschen da ist, dass man natürlich da nicht so das Feedback hat, verständlicherweise, weil wie gesagt nicht so viel Arbeit drin ist. Und dass aber dann die Zuckerstückchen bis zum nächsten Kostüm, bis es fertig ist, eben ein bisschen fehlen online. Also da gibt es sich natürlich entweder die Möglichkeit, mit Freunden irgendwie sich zu vernetzen, dass man halt vielleicht von denen, wie vorhin schon gemacht war, dass man sich gegenseitig motiviert, dass man sagt, hey nein, das wird voll cool, wir werden voll den Spaß haben und so weiter. Und man kriegt quasi das Feedback, ohne dass es ein Publikum hat. Das ist ja auch schön, ne? Ja. Braucht ja nicht immer von externen Leuten. Aber gerade eben sowas, ich denke, was da den Frust ein bisschen
reduziert tatsächlich bis zu einer gewissen Grenze, wegen, auch gerade wegen den vielen Plattformen, sich auf eine Lieblingsplattform zu beschränken. Ich kenne da so ein Ticken vom Zeichnen auch noch, also als Parallelschaltung jetzt, dass ich gerne nur auf einer Plattform poste, weil wenn man jetzt zum Beispiel bei 5 Plattformen postet und man denkt, ja okay, da habe ich jetzt nur einen Kommentar oder was auch immer bekommen, dann hat man ja schon wieder keinen Überblick und hat man wirklich Bock, nochmal überall nachzugucken. Ich denke, da eine Plattform zu wählen, die man mag, auch übrigens, ich mache jetzt tatsächlich mal Werbung nochmal für Animex, da zu sagen, okay, da kann ich dann auch nochmal mein Zeug einfach schön angucken oder was auch immer, gibt es ja wirklich eine sehr schöne Kategorisierung dort, ist halt die Frage einfach, ich denke, da ist es sinnvoll, sich zu fragen, wo will ich es einfach haben, damit ich es schnell wiederfinde, um es mir selber auch nochmal anzugucken. Vielleicht die Motivation zu sehen mit, wenn ich es mal gepostet habe, mir selber quasi einen Kommentar im Kopf zu geben, nämlich, boah, das war eigentlich ganz schön. Und auf eine Plattform sich erstmal so für den Einstieg zu konzentrieren, ist, denke ich, auch ein guter Weg anzufangen, weil da muss man nicht da irgendwie noch gleichzeitig dieses Community-Management machen, sondern hat halt eine Plattform, schreibt vielleicht selber auch Kommentare, das ist wieder Initiative ergreifen. Auch deswegen eine Plattform. Genau, dann schreibst du wo jemanden einen Kommentar, der denkt sich, hey, war ein netter Kommentar, ich gucke mir jetzt vielleicht auch mal an, was derjenige so macht, dann kriegt man vielleicht auch einen Kommentar zurück. Und wir müssen leider Schluss machen. Ja, es ist, also ihr merkt, es ist, ja, ich weiß, es ist ein, also wir haben uns tatsächlich überlegt, weil wir ja auch Fragen und alles hatten, muss ich quasi kurz in eigener Sache sagen, wir haben uns überlegt, das vielleicht selber auf einem Twitch-Kanal auch weiterzumachen, weil ich denke, es ist viel Diskussionsbedarf auch in der Szene da. Und dementsprechend überlegen wir das eben entweder über Rainbow Riders oder Max Improving mal zu machen, um das halt einfach ein bisschen weiterzuführen, weil wir fanden es auch wirklich sehr interessant, da anzuschnüffeln, wie das so alles so ist. Ja, irgendwo auch ein Tabuthema vielleicht, weil man ja doch immer Friede, Freude, Eierkuchen haben will. Aber dementsprechend, vielleicht werden wir das einfach ein bisschen weiterführen noch in Zukunft. Glück nochmal. Ah ja. Ja. Danke. Jawohl. Ich danke diesen beiden netten männlichen Damen zu meiner Linken, dass sie so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert haben. Ich bin persönlich auch mit einer Cosplayerin zusammen, stand das auch das eine oder andere Mal auch schon selber in einem Cosplay. Deswegen kann ich den Frust durchaus verstehen, der dahinter steckt. Und ich finde es auch gut, dass ihr mal den Leuten so ein bisschen aufgezeigt habt, was man dagegen machen kann. Also nochmal einen Tobenapplaus für die Rainbow Riders. Dankeschön, danke. Vielen, vielen Dank. Und vielen, vielen Dank natürlich für eure Fragen, für eure Aufmerksamkeit. Es war wirklich sehr schön. Vielen Dank an die Konichi, dass wir dort sein durften. Und danke an... Und natürlich an unsere Gerne, immer wieder. Okay. Bei uns geht's dann in einer Viertelstunde um 15.15 Uhr weiter mit Publisher-Panel Retro-Anime im Zeitalter des Simulcastes, wo wir dann mal ein bisschen darüber reden, über alte Animes in der Neuzeit, wie funktioniert das im Internet. Ich würde mich freuen, euch dann gleich wieder begrüßen zu dürfen und euch nochmal vielen lieben Dank. Danke. Thank you.